So, nachdem ich jetzt ein bisschen an mein Setup rumgespielt habe, euch werden bestimmt schon mal die anderen Farben auffallen. Danke übrigens für den Hinweis im Forum. Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich da durchgelesen habe durch den ganzen Elgato-Dokumentation. Dann schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen Kohle machen können und dann werden wir uns den Frachter besorgen. So, schöne Type 6. Damit wir dann endlich hier unten diese netten Schmuggelmissionen machen können. Das wird uns gut Reputation geben. Die werde ich schon mal annehmen. Dann machen wir uns mal einen Weg dorthin. In der Zwischenzeit gibt es ein bisschen Musik von Timecrawler 82, Driving in the Rain, veröffentlicht unter der Creative Commons Lizenz. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Mal schauen, was das an Geld gibt. Das nehmen wir. Immer das Geld. Beide wieder so ein bisschen Influence gewonnen. So, dann haben wir noch ausständig den Rücktransport. Die Mineral Extractors. Schauen wir, wo sind wir denn hier? Refinery. Die werden eher einen Demand haben daran. Genau. Wo wir die günstig herbekommen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was jetzt ein graues Symbol ist. Ich denke mal, das ist. Wir hatten mal Informationen, da wurde es exportiert. Aber die sind in der Zwischenzeit verfallen. Aber auf jeden Fall haben wir hier welche. Settlement, Holding. So, dann holen wir sie direkt von der Planetenoberfläche ab. Und ob da noch eine Mission vielleicht drüber führt. Sieht mir alles nicht so aus. Dann haben wir noch ein bisschen was mit dabei. Naja, wir können die hier sogar mit Profit verkaufen. Sehr schön. Dann noch überlegen, was wir damit rübernehmen. Was wir hier alles auf Supply haben. Erstens wird es Sinn machen, irgendwelche Metalle mitzunehmen. Palladium ist immer ein ganz guter. Gold könnte natürlich auch Profit geben. Abweichung zum Galactic Average ist hier 800. Ich glaube, das mache ich. Ach, doch mal mit Gold voll. Eine Delle. Ah, da müssen wir noch mal ein bisschen umplanen. In dem Fall reicht es normalerweise, wenn man hier einmal in die Galaxy Map geht und wieder rausgeht, dass er das neu berechnet. Ja, und dann haben wir schon zwei Jumps. Dann noch ein bisschen Musik von Data Fatale. Data Fatale, das Lied. Auch unter Creative Commons veröffentlicht. Macht vielleicht die Sprünge ein bisschen angenehmer. Viel Spaß dabei.
So, dann sind wir jetzt auf Tolstoy Settlement. Mal schauen, wie viel Geld das Gold bringt. Oh, nicht schlecht. Das bringt ein bisschen Profit. So, wir brauchen 14 Einheiten Mineral Extractors. Mehr nehmen auch wirklich gar nicht erst mit. Und dann geht's wieder zurück. So, dann noch die Mission abgeben und dann werde ich mich mal umsehen, wo wir unseren Type 6 Frachter bekommen. Wir nehmen das Geld. Schauen, wo wir hier im Umkreis, wo ich ein gutes Type 6 Setting hier bekomme. Das erspare ich euch aber, die Sucherei. Das mache ich über Coriolis. So, ich habe herausgefunden, wo es die ganzen Sachen gibt. Und zwar im Thompson Port of Hip 91187 ist das nächste, wo ich das komplette Bild bekomme. Da machen wir uns jetzt mal am Weg hin. So, dann Thompson Port, um endlich unseren schönen Frachter zu kaufen und mal über 100 Tonnen reinzukriegen. So, jetzt ist natürlich die Frage, behalten wir die Edda oder behalten wir die nicht? Ganz ehrlich, die Edda ist ein Schiff, mit dem man eigentlich nichts machen kann. Das ist ein klassischer Überspringer, also da ist nichts dabei, was irgendwie ja, sich lohnen würde. Schauen wir mal, ob wir die... Da ist er, der Type 6 Transporter. Kostet uns 1 Million. In dem Fall 600.000 und weg damit. Wir haben auch keine ingenierten Module drin, die sich lohnen würde aufzuheben oder irgendwelche A-Grade-Module. Das ist jetzt das erste Mal einer der fliegenden Ziegelsteine, wie man sie am besten beschreibt. Zum Outfitting. Ich werde es wieder machen wie bei der Edda. Das bedeutet vorwiegend Type D und auch das ist ein Schiff, mit dem wir nicht kämpfen brauchen, weil wir haben da nur Small Hardpoints drinnen und hier lohnen sich auch nur Shockmine Launcher. Da
Davon bauen wir zwei ein. So viel zu den Hardpoints. Dann die Utility Mounts. Auch hier wieder ganz wie zuletzt einmal Jeff, einen Heatsink. Und diesmal nehme ich eine Point Defense mit, weil bei dem Schiff ist es im Prinzip egal. Der raubt mir 0,1, glaube ich, ungefähr von der Sprungreichweite, weil der Pod schon so schwer ist. Insofern nehmen wir eine Point Defense mit. Sieht auch ganz nett aus. Bringt ein bisschen Farbe ins Spiel. Die Core Internals. Light White Alloy. Das möchten wir natürlich wieder haben. Und hier wieder alles auf D. Hier bekommen wir keine. Doch, da haben wir. Glück gehabt. Ich habe schon gedacht, die gibt es hier nicht. Außer beim Frameshift Drive, da geben wir wieder ein bisschen mehr Geld aus. Und kaufen ein 4B Frameshift Drive. So, dann noch die Sensoren. Dann haben wir auch das hier. Jetzt die Option in Internals. Jetzt wird es richtig nett. Erstmal nehmen wir die ganz großen Cargo Racks. Da ist es, das 5E. Und noch ein 5E. Dann ein 4er. Und noch ein 4er. Den Shield Generator, den Dreier, das belassen wir so. Nur wir gehen auf einen besseren. Eigentlich wollte ich einen 3B haben. Den gibt es hier scheinbar nicht. Tja. Dann nehmen wir den C. Hier bin ich so ein bisschen am Überlegen, ob ich nicht eine Planetary Approach Suite einbauen sollte, dass wir, also einen Vehikelhanger, nicht eine Planetary Approach Suite. Was wir auch noch brauchen, ist ein Fulls Cube. Es ist immer irgendwie bei jedem Schiff ist ein Slot zu wenig. Ja, noch ein Dreier wäre jetzt schön. Wenn Zweier Fulls Cube, da stehen wir uns wirklich die Füße im Bauch. Ein Vierer Fulls Cube ist etwas übertrieben. Ich werde einfach drauf verzichten. Wir fliegen bis jetzt immer nur kurze Distanzen. Long Range werde ich nicht machen. Das ist mir ein bisschen zu langweilig. Gerade Schmuggel ist meistens auch die Long-Range-Schmuggelmissionen, die kommen erst sehr spät. Ich denke mir, die normalen werden eher kurze Strecken wieder umfassen.
Und hier nehme ich einen Hangar. Gut, hier kann man ja nichts mehr einbauen. Gut, so viel dazu. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwelche Pakete mal gekauft habe. Mal schauen. Nein. Und ich glaube auch beim SAV nicht. So, das hat jetzt den Nachteil, wir haben da so ein bisschen Powerproblem. Weil ich den nämlich nicht eingeplant hatte bei Coriolis, dass ich das Ding noch mitnehme. Vielleicht können wir da noch im Powertrain ein bisschen was machen. Ja, der E hat ein bisschen weniger. Gut, dann legen wir den wieder zurück. Ist erstaunlich, um wie viel schlimmer es da gleich wird. Der 3D wird sogar noch gehen. Knapp nicht mehr. Aber dabei möchte ich es belassen. Die Sprungdistanz voll ist 15,33 Lichtjahre. Das ist ganz gut. Also nicht gut, aber es reicht. Schauen, ob wieder irgendwelche Stored-Module da sind. Nein, sonst sammeln sich die wieder überall an. Die Limpets restocken, also die Mines, nicht die Limpets. Dann werde ich auch gleich wieder zurückfliegen. So, jetzt haben wir wieder was, das sich ganz anders fliegt. Bisschen vorsichtig fliegen. Ich neige dann dazu, dass diese Ziegelsteine dann überall anecken. Vor allem, wenn man mal ein echt agiles Schiff gewohnt ist. Erstaunlich, wir können sogar 19 Lichtjahre springen. Mehr so schlecht aus. Dann werde ich dorthin jetzt zurückspringen und gleich mal ein paar Schmuggelmissionen annehmen. Da gab es ja welche, die viel Frachtraum brauchten. Wir haben noch ein bisschen Musik, habe ich noch hier. Auch das ist wieder von Timecrawler 82, Mount Fuji. Thank you.
So, wie gesehen habt beim Anflug, ab jetzt haben wir Medium-Landepads. Hat Vor- und Nachteile. Nachteil ist, auf den Outposts gibt es meistens nur 1 bis 2, während es meistens doppelt so viele Small-Landing-Pads gibt. Das heißt, es kann sein, dass wir ab und zu ein bisschen warten müssen. Vorteil ist, man sieht es besser und man kann besser ein Silent Running drauf machen, finde ich zumindest. So, dann gleich mal schauen, was wir für Schweinereien geboten bekommen. Jetzt nicht vergessen, dass wir wieder nachtanken müssen. Kein Fool's Cube mehr, aber die paar Credits sind wirklich wurscht jetzt in der Zwischenzeit. Wir haben 1,77 Millionen. Stil ist immer so eine Sache, da braucht man ein entsprechendes Schiff dafür. Ja, natürlich sind genau die Missionen, die es vorher gab, jetzt natürlich nicht mehr da. Gar nicht nett. Aber wir können jetzt auch schon richtig gute Missionen annehmen. Frage ist nur, wie weit ist das zum Fliegen? Nicht weit. Das ist wirklich gut. Also ihr seht schon, 2,7 Millionen. Das ist schon ganz ordentlich. Beziehungsweise 1 Million mit Rarity Grade 5 Modified Embedded Firmware. Das werde ich nehmen. Wir haben ja jetzt Platz. Um genau zu sein, haben wir wie viel Platz? 100 Tonnen Cargo Space haben wir jetzt. Jetzt kann es auch sein, dass wir öfter mal eine Interdiction bekommen, weil der Wert natürlich entsprechend gestiegen ist von den Materialien. Wir Meshkenga hier finden. Da ist es. Von der Geschwindigkeit her ist zwischen dem Type 6 Frachter und der Adder kaum Unterschied. Und ich finde auch von der Manövrierbarkeit nicht sehr viel. Er bremst ein bisschen langsamer, das war zu erwarten, ist ja auch ein schwererer Pott. Aber ansonsten fliegt sich das Ding eigentlich noch ganz gut. Ich hoffe ja mal auf eine Interdiction, um die Point Defense austesten zu können. Ich hatte das Ding schon ewig nicht dabei. Ich habe 2, 3 Sachen gelesen, wonach es gegen Raketen in der Zwischenzeit sogar ganz gut hilfreich sein soll. Gegen Torpedos nach wie vor nicht so sehr. Ganz einfach, weil sie sehr viel Schuss braucht, um einen Torpedo zu zerstören. Während wohl Raketen auch mit einer ganz gut abgefangen werden. Würde mich mal interessieren. Vielleicht lockt unsere Fracht mal irgendwann einen an. Ja, was mich auch interessieren würde, man sieht das ja immer nur, ich habe zwar einen farbkalibrierten Monitor, aber mich würde interessieren, sind die Farben wirklich besser geworden jetzt? Und was haltet ihr davon, ab und zu Musik einzuspielen? Ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht sehr viel Aufwand betrieben, also versuche ja Creative Commons Musik zu nutzen, die frei verfügbar ist. Sonst hat sofort wieder irgendein Label und Claim auf das Video. Ich hatte das mit einem anderen Channel, wo es um Technikvideos ging, dass da relativ schnell dann alle möglichen Leute angeklingelt haben und da Geld damit verdienen wollten, obwohl ich Channel grundsätzlich nicht monetarisiere. Keine Ahnung wieso. Aber ich denke, in Summe wird sich das dann schon bringen, wenn die das mit 1000 Leuten machen. Wird sich das schon mit ein paar Euro lohnen am Monatsende. Also mich würde es interessieren,
macht Sinn, Musik einzuspielen? Gefällt euch das? Wollt ihr das? Bleibt ihr dann eher dran, um es zu gucken? Also in dem Fall, um es zu hören. Bleibt ihr dann eher dran, um es zu hören, die Musik? Oder springt ihr dann auch trotzdem weiter? Ist vielleicht ein bisschen angenehmer? Was haltet ihr davon? Bin gespannt auf eure Meinungen. Könnt ihr mir gerne per Nachricht schicken, über YouTube, wenn ihr möchtet, oder per E-Mail. Oder auch hier in den Kommentaren drunter posten. Ich habe auch drei Leute in der Zwischenzeit gefragt wegen Livestream. Ich habe momentan leider nicht das Equipment für einen Livestream. Mir wird das auch viel besser gefallen, weil also hier rumfliegen ohne Interaktion ist wirklich ein bisschen mau, ja. Und da kann man zumindest ein wenig tratschen untereinander. Oder gemeinsam irgendwie auf einem Discord sein. Also dem das Problem. Da sind auch andere Leute, die wollen das nicht, dass das übertragen wird. Verstehe ich vollkommen. Würde ich auch nie machen, das irgendwie ohne, dass die Leute das wissen und da einverstanden sind damit. Ja, vielleicht habt ihr da ein paar Ideen, wie man das Ganze kurzweiliger gestalten kann. Ich habe mir einige Videos angesehen, auch von anderen Streamern. Die machen im Prinzip immer dasselbe. Ja, entweder es sind Schiffvorbeiflüge oder Planetenaußenansichten oder... Ja, aber wirklich... Wirklich interessant finde ich das auch nicht. So, dann mal schauen, wo ich jetzt andocken kann. Schön ist, die M-Landepads sind wirklich groß, die sieht man gut. Und von der Geschwindigkeit her seht ihr 270, also das sind wir mit der Edda. Ich glaube sogar, waren wir da nicht sogar langsamer. Keine Ahnung, muss ich mir die anderen Videos mal wieder ansehen. Ja, man merkt schon, wenn man mit den Thrustern Schub gibt, dann dauert das deutlich länger. Und durch Trägheit hält es natürlich auch wesentlich länger an. Sieht man hier schon, wie lange man weiterfliegt. Jo, jo, jo. Nothing to see here, Officer. So, umso wichtiger ist es jetzt, dass nur ein Pad auf diesen Outposts gibt, möglichst schnell im Hangar zu verschwinden. Dann geben wir mal unsere Fracht ab und kassieren gleich ordentlich Kohle dafür. Das verdreifacht fast unser aktuelles Vermögen. So, jetzt ist die Frage, die ganze Kohle nehmen. Ah, das ist schon Modified Embedded Firmware for Units. Meine, das Zeug brauchte man auch für Frameshift Drives zum Ingenieren, oder? Ah, ja, was man hat, hat man. Gibt es auch jede Menge Fraktionen. So, was ich euch bis jetzt eigentlich vollkommen unterschlagen habe, sind hier oben die Community Goals. Community Goals, nee, das lass mal. Machen wir ein anderes Mal. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Macht's gut, Servus, bis zum nächsten Mal.